machen wir weiter mit dem nächsten Vortrag. Der ist von Vimja, der ist Informatikstudent aus Bern in der Schweiz und er arbeitete bzw. er beschäftigte sich mit Bitcoin und Ethereum und schrieb seine Bachelorarbeit über die Suche nach Informationen in der Bitcoin-Blockchain. Und da macht es total Sinn, dass der uns jetzt eine Einführung zu Blockchains präsentieren wird. Ein großer Applaus für Vimja. Das ist deine Bühne. Toll, das ist jetzt gerade kaputt gegangen. So ist besser. Danke. Genau, also das geht jetzt natürlich auch nicht. Ich mache jetzt das halt von Hand. Das ist vermutlich, weil ihr alle das Wifi braucht, geht das 2,4 GHz Band nicht mehr. Genau, das hat er euch ja alles schon gesagt, der Herald. In dieser Zeit, in der ich mich mit Blockchains befasst habe, durfte ich natürlich sehr viele sehr interessante Dinge lernen und ich möchte jetzt heute Abend einen Teil dieses Wissens an euch weitergeben. Genau. Das Ganze ist natürlich ein sehr komplexes Thema, das viele komplizierte Dinge enthält und deshalb fangen wir jetzt mit etwas sehr Einfachem an, was wir alles kennen, und zwar herkömmliche Besitzsysteme, also Systeme, die ausdrücken, wem das etwas gehört, und eigentlich mit der Erkenntnis, dass man all diese Besitzsysteme als Zustandsübergangssysteme darstellen kann. Das gilt sowohl für Finanzsysteme, die wir haben, um Geld zu verwalten, als auch etwa für Grundstücke, als Systeme, mit denen wir verwalten, wem das ein Grundstück gehört. Das Mapping funktioniert dann in etwa so, dass wir sagen, der Zustand ist die Sammlung der Information, wem das was gehört. Und jedes Übertragen eines Besitzes ist eine Transition, die zu einem neuen Zustand führt. Also am Beispiel eines finanziellen Systems sagen wir, der Zustand ist die Sammlung aller Konten, die es gibt. Das drückt für jede Person aus, wie viel Geld das hier gehört. Und ein Übergang ist, wenn jemand eine Transaktion macht, also Geld überweist von einem Konto zu einem anderen, dann führt es zu einem neuen Zustand. So, das sehen wir hier abgebildet mit Grundstücken. Wir sehen hier den Zustand, der enthält diese Information, wem das die Grundstücke gehören. Und dann jetzt verkauft der Bob sein Grundstück Nummer 42 an Alice und das führt zu einem neuen Zustand. Ich habe da den Unterschied markiert, damit er eindeutig sichtbar ist. Nun, in all diesen Systemen ist es sehr wichtig, dass sich alle Teilnehmer des Systems auf einen Zustand einigen können, dass sie sich einig sind, wem das was gehört. Denn wenn sie das nicht können, sind Angriffe auf das System möglich, insbesondere der sogenannte Double Spend-Angriff, der in der Blockchain-Welt bekannt und gefürchtet ist. Und was bedeutet das? Das ist ganz einfach, wenn jemand etwas zweimal ausgibt. Bei Geld ist es ein wenig abstrakt, also wie gibt man zweimal dasselbe Geld aus, aber bei Grundstücken ist es ganz einfach. Stellen wir uns vor, jemand verkauft dasselbe Grundstück zweimal, das ist natürlich kriminell und darf nicht vorkommen. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Stellen wir uns vor, Malroy hat ein schönes Grundstück, das Grundstück Nummer 5. Und sowohl Alice als auch Bob möchten gerne das Grundstück kaufen. Und Malroy wird jetzt versuchen, das an beide zu verkaufen. Also trifft er sich mit Alice. Das ist der aktuelle Zustand. Wir haben gesehen, das Grundstück Nummer 5 gehört hier dem Malroy. Er trifft sich mit Alice und der verkauft das an Alice. Er überweist ihr das Grundstück. Wir sehen diese Transition, überweist das Grundstück von Malroy an Alice. Und im neuen Zustand gehört es jetzt der Alice. So, der Bob, der hat davon nichts mitgekriegt. Irgendwie Bob und Alice wissen immer noch nicht so recht, wie man sicher miteinander kommuniziert. Und deshalb weiß der Bob jetzt nichts davon, dass die Alice das Grundstück gekauft hat. Er denkt, das Grundstück gehört immer noch Malroy. Also trifft er sich mit Malroy. Und auch er einigt sich mit Malroy auf einen Preis. Und Malroy tut es so, als würde er den Besitz des Grundstücks an Bob übertragen. Und für Bob sieht die Welt jetzt so aus, Bob ist überzeugt, das ist der korrekte Zustand des Systems. Das haben wir natürlich ein Problem, weil Bob und Alice, die sind sich jetzt gar nicht einig darüber, wenn das Grundstück gehört. Ja, Malroy ist natürlich abgehauen mit dem Geld. Und das System ist kaputt, weil Bob und Alice, die können nicht mehr miteinander handeln. Und auch wenn jetzt jemand anderes das
Grundstück kaufen möchte, bei wem kauft er das denn jetzt? Was ist denn rechtmäßig? Nun, in der Welt der Grundstücke gibt es dafür eine ganz einfache Lösung, nämlich das Grundbuchamt. Und das Grundbuchamt fungiert eigentlich als zentrale Referenzstelle, bei die den Zustand verwaltet und alle Änderungen verwaltet. Jedes Mal, wenn jemand ein Grundstück verkauft, muss das über das Grundbuchamt erledigt werden. Das Grundbuchamt überprüft, dass das überhaupt zulässig ist, ob das Grundstück wirklich der Person gehört und führt es dann nach. Und so kann das Grundbuchamt diese einfachen Angriffe verhindern. So. Dieselbe Lösung funktioniert auch für Finanzsysteme. Also wenn wir an Banken denken, wo ich ein Konto habe, das, dann halt die Bank die Zentralautorität, welche den Zustand verwaltet. Jedes Mal, wenn ich eine Transaktion mache, also Geld überweise, überprüft die Bank vorher, ob ich wirklich das nötige Geld dazu habe. Und dann wird mein Kontostand nachgeführt. Und die verwaltet so für alle Teilnehmer den Zustand. Und das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Nun wollen wir ein System, mit dem wir Zahlungen übers Internet abwickeln können. Und wir hätten gerne, dass das dezentral ist. Weil wenn es nicht dezentral ist, dann kann natürlich eine zentrale Autorität das System zensieren und manipulieren. Und eine zentrale Stelle kann angegriffen werden. Ich denke, wir haben das alle in den letzten Jahren beobachten müssen, wie PayPal sehr einfach willkürlich Konten sperrt und das System zensiert. So, und deshalb brauchen wir ein besseres System, eine bessere Lösung für das Internetzeitalter. Und diese bessere Lösung ist natürlich die Blockchain. Die Blockchain bringt einige ganz unglaubliche Eigenschaften mit sich. Die Blockchain braucht keine zentrale Stelle, um den Zustand zu verwalten. Die Teilnehmer des Systems müssen sich gegenseitig nicht vertrauen, sie müssen sich gegenseitig nicht kennen, sie müssen nicht einmal wissen, wie viele Leute das denn eigentlich da teilnehmen und trotzdem können die sich alle immer auf einen Zustand des Systems einigen. Ich werde das jetzt demonstrieren, die Regeln, die wir brauchen, um das zu ermöglichen, anhand einer sehr einfachen Blockchain, die in diesem ersten Kapitel auch noch kein Proof of Work hat. Also diese erste Blockchain wird noch angreifbar sein. Und ich werde auch zeigen, wie es geht. Und erst im nächsten Kapitel dann werde ich erklären, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, um Angriffe zu verhindern. Und das Ganze fängt an mit dem Netzwerk, welches wir nutzen. Also wir sagen quasi, wir sind all diese Leute und wir würden gerne miteinander Transaktionen machen können. Und zuerst einigen wir uns alle auf einen Ursprungszustand. Damit fangen wir an. Sie sagen zum Beispiel, am Anfang gehört allen nichts. Also es ist ein leerer Zustand. Und dann brauchen wir ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Und jedes Mal, wenn jemand Geld überweist an jemand anderes, dann veröffentlicht er die Transaktion in diesem Netzwerk. Und das Netzwerk leitet die Transaktion so lange an alle Teilnehmer mit weiter, bis alle Teilnehmer diese Transaktion gesehen haben. Das bringt natürlich viele Probleme mit sich. Das Netzwerk ist irgendwie nicht synchronisiert. Nicht alle Leute sehen die gleichen Transaktionen. Die Reihenfolge der Transaktionen ist unklar. Leute werden versuchen, das anzugreifen. Das wird dazu führen, dass es Transaktionen gibt, die nicht miteinander kompatibel sind. Und irgendwie Transaktionen, die abhängen von nicht kompatiblen Transaktionen, dann auch wieder nicht kompatibel sind. Also das ist ein riesengroßes Durcheinander da. Und deshalb brauchen wir jetzt eine Möglichkeit, wie wir uns alle auf einen Zustand, auf einen Konsens einigen können. Und eben wie gesagt, das ist jetzt die Blockchain. Und wir definieren einige Regeln, die wir anwenden, um uns zu einigen. Wir sagen, wir gruppieren die Transaktionen, die vorher so los auf dem Netzwerk waren, zu Blöcken. Die Blöcke hängen alle voneinander ab. Wir sagen dann auch, der aktuelle Zustand des Netzwerks ist das Ende der längsten Kette zusammenhängender Blöcke. Und die Blöcke müssen einige Kriterien erfüllen. Ich habe das da. Also das ist jetzt quasi der leere Zustand, mit dem wir beginnen. Und da kommen da Transaktionen über das Netzwerk. Und irgendwann macht jemand einen Block, der diese Transaktionen zusammenfasst. Und jetzt sehen wir am Ende dieses Blocks ist der Zustand. Weil ich diesen Zustand nachvollziehen will, dann nehme ich den leeren Ursprungszustand und dann jede Transaktion aus dem ersten Block und dann wende ich diese Transaktion eine nach dem anderen auf den Zustand an und dann erhalte ich den Endzustand. Nun, mit der Zeit kommen neue Blöcke rein über das Netz, neue Transaktionen rein über das Netzwerk und diese Transaktionen werden nicht Teil des Zustands. Wir haben ja gesagt, der Zustand ist das Ende der längsten Kette von Blöcken und die sind kein Block. Erst wenn jemand einen Block daraus macht, werden die Teil des Zustands. Wir sehen auch, die Blöcke hängen jeweils voneinander ab. Die haben so
ein Pfeil, der es miteinander verbindet. Also jeder Block zeigt auf den vorhergehenden Block und bildet so eben diese Kette von Blöcken. Nun, jetzt versucht trotzdem jemand da, eine bösartige Transaktion zu machen, die mit einer anderen nicht kompatibel ist. Da macht jemand einen Block draus. Und jetzt sagen wir aber einfach, Blöcke, die Transaktionen enthalten, welche sich widersprechen, sind nicht valide. Der Block, das kann zwar jemand erstellen, aber wir sagen dann, das ist kein valider Block, der wird vom Netzwerk nicht akzeptiert und der wird auch nicht Teil des Zustands. Also wenn jemand einen Block bauen will und eine dieser Transaktionen enthalten, dann muss sich derjenige, der den Block erstellt, entscheiden, welche der Transaktionen das denn jetzt enthalten sein soll in dem Block. Und die andere lässt er außen vor. Für welche er sich entscheidet, das ist dem Typen ganz allein überlassen. Der kann das selber entscheiden, was er da reinpacken will. Dann kommen mit der Zeit neue Transaktionen rein. Und jetzt könnte es sein, dass jemand so einen Block Nummer 4 macht, welcher jetzt trotzdem wieder die böse Transaktion enthält. Und dann sagen wir aber einfach, Blöcke, welche Transaktionen enthalten, welche nicht kompatibel sind mit Transaktionen in älteren Blöcken, sind auch ungültig und der Block wird auch nicht Teil des Zustands. So, was aber gültig ist, ist jemand, der einen Block Nummer 3 macht, der so aussieht. Und jetzt haben wir das Problem, wir haben gesagt, der Zustand ist die längste Kette von Blöcken. Hier ist jetzt der Zustand nicht mehr eindeutig definiert. Und da muss jetzt halt jeder Teilnehmer des Netzwerks selbst entscheiden, wie er damit umgeht, was er jetzt als Zustand anerkennt. So, aber dann kommen neue Transaktionen wieder rein und irgendwann baut jemand einen Block Nummer 4, der diese Transaktion enthält und dadurch, dass der Block Nummer 4 auf den vorhergehenden Block Nummer 3 verweist, ist jetzt klar, von welchem Block der abhängt und damit ist die Kette auch wieder klar und die längste Kette wird wieder zum Zustand. So, jetzt habe ich gesagt, diese Blockchain, die ich jetzt beschrieben habe, hat keinen Proof of Work und folglich ist sie angreifbar für ein Double Spend. Sagen wir, Melroy würde gerne ein Fahrrad klauen. Er geht also in den Fahrradladen von Alice und möchte dort gerne ein Fahrrad kaufen. Das kostet jetzt 1000 Euro in dem Beispiel. Ich werde jetzt hier, da habe ich die Darstellung etwas geändert, diese Vierecke mit Pfeilen dran, das sind jetzt halt einfach Blöcke. Ich werde nicht mehr jede Transaktion einzeln zeichnen. Und wir sehen den Zustand, wie er da ist. Da sind alle Konten aufgeführt, unter anderem das diejenigen von Alice und Melroy. So, Malroy geht also in den Laden, sucht sich das Telefon aus, geht zum Tresen und macht dort die Transaktion an Alice. Und diese Transaktion wird über das Netzwerk zu Alice weitergeleitet. Sie sieht die Transaktion, aber da sie noch nicht Teil eines Blockes ist, ist sie auch noch nicht Teil des Zustands. Irgendwann aber erstellt jemand halt einen Block, der diese Transaktion enthält. Die ist jetzt Teil des Zustandes. Wir sehen im Zustand des Systems, dass Alice das Geld erhalten hat. Sie gibt das Fahrrad an Malroy und der fährt davon. Neue Blöcke kommen dazu. Und jetzt startet Malroy den Angriff. Und was Malroy macht, er erstellt eine alternative Transaktion, die dasselbe Geld überweist, diesmal aber nicht an Alice, sondern an sich selbst, genauer an ein zweites Konto, das ebenfalls ihm gehört. Und er erstellt einen alternativen Block, der diese Transaktion enthält. Und dann erstellt er ganz viele neue Blöcke, die davon abhängen, solange bis seine Kette von Blöcken länger ist als die andere, als die Kette, die zurzeit auf dem Netzwerk ist. Und dann veröffentlicht er die gesamte Kette auf dem Netzwerk. Und jetzt ist seine Kette die längste Kette, die wird vom Netzwerk als Zustand anerkannt. Und in diesem Zustand hat er das Geld erhalten, Alice hat das Geld nicht erhalten und Malroy hat das Fahrrad erfolgreich gestohlen. So, das hat also funktioniert. Wir müssen das verhindern. Das Problem, weshalb Malroy diesen Angriff machen konnte, ist natürlich, dass er in einer sehr kurzen Folge viele Blöcke erstellen konnte. Also das Problem ist eigentlich, es ist zu einfach, neue Blöcke zu erstellen, also machen wir es halt schwieriger, neue Blöcke zu erstellen. Und dazu sagen wir, für jeden Block, der erstellt wird, muss eine Aufgabe gelöst werden, eine Challenge. Und um diese Challenge zu erstellen, muss man halt Zeit und Rechenzeit aufwenden. Die Lösung für diese Aufgabe nennen wir den Proof of Work. Und der Prozess, um den Proof of Work zu erstellen, nennen wir das Mining. Und dann sagen wir, zusammen mit jedem neuen Block muss der passende Proof of Work veröffentlicht werden und nur Blöcke, welche einen passenden Proof of Work haben, werden vom Netzwerk als Teil des Zustands anerkannt. Jetzt funktioniert das Erstellen neuer Blöcke etwas anders
Und zwar ist es jetzt so, dass ein Block nicht mehr einfach entsteht, sondern ein Miner muss daran arbeiten. Jeder Miner arbeitet natürlich für sich selbst daran, einen neuen Block zu erstellen. Wir sehen hier den Block, an dem der Miner arbeitet, ist hier so gestrichelt, markiert. Und dann, wenn ein Miner, also während der daran arbeitet, kommen neue Transaktionen rein und irgendwann gelingt es dem Miner, den Block fertigzustellen. Und im Moment veröffentlicht er den Block zusammen mit dem Proof of Work im Netzwerk. Der wird vom Netzwerk anerkannt und der Miner beginnt sofort einen neuen Block, an einem neuen Block zu arbeiten und das geht dann halt so weiter. Nun, die Funktion, die wir brauchen, um das Erstellen der Blöcke schwierig zu machen, muss einige Bedingungen erfüllen. Sie muss natürlich schwierig sein zu lösen. Dann muss aber, obwohl das es lange gehen muss, die zu erstellen, muss es sehr einfach sein, das Ergebnis zu prüfen. Also wenn ich einen Block erhalte und den passenden Proof of Work, muss ich zack sofort sagen können, der Proof of Work ist gültig oder nicht, weil ich will ja entscheiden, ob das Teil meines Zustandes sein soll oder nicht. Und dann ist es wichtig, dass die Funktion abhängt von genau dem Block, für die sie erstellt wird. Also der Proof of Work soll nur genau für den einen Block gültig sein. Das ist sehr wichtig, denn ansonsten könnte Malroy auf Vorrat über mehrere Wochen hinweg einfach Proof of Works erstellen und dann die einfach einen Block ranflanschen und so in kurzer Zeit trotzdem wieder eine lange Kette erstellen. Wenn aber der Proof of Work direkt abhängig ist vom Block, für den er erstellt wird, dann muss Malroy mit dem Erstellen des Proof of Work so lange warten, bis der vorhergehende Block bekannt ist und damit auch ihm bekannt ist, was er jetzt in den neuen Block packt. Und dann soll es auch noch möglich sein, die Schwierigkeit der Aufgabe zu variieren, denn damit das System als stabiles Finanzsystem funktioniert, möchte ich gerne wissen, wie lange es geht von dem Moment, wo ich eine Transaktion veröffentliche, bis sie Teil des Zustandes wird. Und wenn das halt das Netzwerk sehr viel mehr Rechenkraft hat, dann geht es plötzlich schneller, neue Blöcke zu erstellen und dann will ich diese Schwierigkeit anpassen können, damit es wieder länger geht. Nun jetzt, wo das Mining nicht mehr einfach ist, dass es aufwendig ist, müssen wir irgendwie einen Incentive haben, damit die Leute das auch tun, also irgendeinen Anstoß. So, und wir sagen halt, der Miner, dem es gelingt, einen Block zu erstellen, der bekommt eine Belohnung, den sogenannten Block Reward. Und wir implementieren das, indem wir sagen, der Miner darf für sich selbst eine zusätzliche Transaktion in den Block reinpacken und mit dieser Transaktion überweist er sich selbst Geld aus dem Nichts heraus. Wo das Geld herkommt, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, die populär sind. Entweder sagen wir, das sind die Überweisungsgebühren der anderen Transaktionen in dem Block oder dann sagen wir halt, das ist Geld, welches neu geschaffen wird. Wir haben ja vorhin gesehen, wir haben einen leeren Zustand als einen Ursprungszustand definiert und wenn wir das so tun, muss das Geld, welches die Leute ausgeben, irgendwo herkommen. Und das ist halt eine Möglichkeit, Geld in das System zu bringen, die nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert wird und die fair, eigentlich eine faire Möglichkeit. Etwas weiteres ist, dass diese zusätzliche Transaktion macht den Block natürlich individuell, denn jeder Miner wird das Geld an sich selbst zu überweisen versuchen und also diese eine Transaktion wird für jeden Miner anders sein. Und das stellt sicher, dass die alle an einem ein wenig anderen Problem arbeiten, wenn ja die alle versuchen würden, das genau selbe Problem zu lösen, auf die genau selbe Art, dann würde es immer demjenigen als erstes gelingen, der die meiste Rechenkraft hat. Und das wollen wir nicht, denn dann würde eine Person alle Blöcke erzeugen. Und wir wollen ja, dass viele Personen Blöcke erzeugen, damit das niemand zensieren kann. Dadurch, dass das Problem, an welchem sie arbeiten, für jeden Miner etwas anders ist, gelingt es halt zwischendurch auch jemandem mit weniger Rechenkraft als erstes eine Lösung zu finden. Und in der Praxis geht es dann ganz gut, dass wir sagen können, wer 20% der Rechenkraft hat, dem wird es auch in etwa einem Fünftel der Fälle gelingen, als erstes einen Block zu finden. Genau, dann muss der Miner halt noch entscheiden, an welchem Block er arbeiten will, aber der Miner will ja, also an welchem Ende der Kette, wir haben vorhin gesehen, es kann sein, dass diese Ketten mehrere Enden haben, aber das ist ganz einfach, denn der Miner will ja den Reward kriegen. Der Reward ist eine Transaktion, welche nur dann Teil des Zustandes wird, wenn es Teil in einem Block ist, welcher Teil der längsten Kette ist und der Block ist nur dann Teil der längsten Kette, wenn er an diesem Ende angesetzt wird, also arbeiten alle Miner am Ende der längsten Kette. So, jetzt habe ich versprochen, dass wir so den Double Spend verhindern können von vorhin. Wollen wir mal gucken, ob das geht. Das Szenario ist wieder dasselbe. Malroy will das Fahrrad klauen im Laden von Alice.
Der Unterschied ist es halt, dass das Netzwerk arbeiten muss, um die Blöcke zu erstellen. Und dann geht es wieder so vonstatten. Malroy erstellt jetzt zwei Transaktionen, eine, um das Geld an Alice zu überweisen. Diese Transaktion macht er öffentlich im Netzwerk, damit die von allen gesehen werden kann. Und eine Transaktion, um das Geld an sich selbst zu überweisen, die behält er vorläufig geheim. Dann wird der vorhergehende Block fertiggestellt und sofort fängt das Netzwerk an, den nächsten Block zu erstellen. Das Netzwerk enthält in dem Block natürlich die Transaktion von Malroy an Alice, denn das ist ja die einzige Transaktion, die dem Netzwerk bekannt ist. Und Malroy arbeitet jetzt ganz alleine daran, den alternativen Block zu erstellen, in dem die andere Transaktion enthalten ist. Jetzt aber so ist das Netzwerk, hat natürlich mehr Rechenkraft als Malroy allein. Der hat halt nicht so viele Computer. Und deshalb wird das Netzwerk immer schneller sein, darin neue Blöcke zu erstellen als Malroy. Malroys Kette wird nie Teil des wird nie Teil des Zustands und der Angriff wurde erfolgreich abgewehrt. Die einzige Art und Weise, wie Malroy gewinnen könnte, also wie Malroy den Angriff trotzdem durchführen könnte, wäre, wenn er schneller Blöcke erstellen könnte als das Netzwerk. Und das würde ihm aber nur dann gelingen, wenn er mehr als 50% der Rechenkraft im Netzwerk hätte. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Block findet, höher als bei allen anderen Miner gemeinsam. Und dann könnte er das tun. Und deshalb spricht man bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen von diesen 50% Attacken. So, jetzt gibt es noch eine andere Art, einen Double Spend auszuführen. Das ist ein etwas schwieriger Angriff. Und er hat jetzt damit zu tun, wie das Peer-to-Peer-Netzwerk funktioniert, das wir brauchen, um die Transaktionen und Blöcke zu verteilen. Jetzt ist der Angriff ein wenig schwieriger, also muss Malroy etwas Wertvolleres stellen. Er geht zu Bob, Bob verkauft Autos, er will versuchen, ein Auto zu stellen. Und um das zu tun, wird er versuchen, die Verbindung von Bob mit dem Peer-to-Peer-Netzwerk zu kontrollieren. Wir sehen hier, Bob ist mit dem Netzwerk verbunden, mit diesen drei Peers. Und Malroy hat zwei Möglichkeiten. Entweder er kontrolliert die Internetverbindung von Bob oder dann kontrolliert er halt die drei Nodes, mit denen Bob verbunden ist. Wie realistisch das ist, das will ich hier nicht diskutieren. Grundsätzlich ist es ja aber schon vorstellbar. Und jetzt hat Malroy einige interessante Möglichkeiten. Er kann jetzt nämlich kontrollieren, welche Blöcke und Transaktionen das der Bob sieht, also Transaktionen und Blöcke, welche auf dem Netzwerk erscheinen, kann Malroy quasi vor Bob geheim halten und er kann Bob auch Transaktionen und Blöcke präsentieren, die er dem Rest des Netzwerkes nicht präsentiert. So, das ist der Angriff. Wir sehen, was das Netzwerk sieht, links und rechts, was Bob sieht. Am Anfang ist das natürlich beiden Orten gleich. Jetzt geht der Malroy zu dem Bob und will das Auto kaufen. Er macht eine Transaktion. Er macht zwei Transaktionen. Eine, um das Geld an Bob zu überweisen. Diese schickt er nur an Bob und versteckt sie vor dem Netzwerk. Und eine zweite Transaktion, mit der er das Geld wieder an sich selbst überweist, diese Transaktion veröffentlicht er im Netzwerk. Jetzt wird das Netzwerk daran arbeiten, einen Block zu erstellen mit der Transaktion von Malroy zu Malroy, weil das Netzwerk kennt keine andere Transaktion. Und Malroy allein arbeitet daran, einen Block zu erstellen, mit dem er das Geld an Bob überweist. Natürlich wiederum, das Netzwerk hat viel mehr Rechenkraft, das ist viel schneller, neue Blöcke zu erstellen. So, und schlussendlich gelingt es dann aber Bob trotzdem, einen Block zu erstellen. Und alle diese Blöcke, die auf dem Netzwerk erstellt wurden, muss man vielleicht noch sagen, die hält der Malroy vor Bob geheim. Also alle diese neuen Blöcke, die hat Bob nie gesehen. Und deshalb wird Bob diesen einen Block von Malroy als die längste Kette von Blöcken akzeptieren. Und jetzt ist die Transaktion von Malroy an Bob Teil von Bobs Zustand. Er gibt dem Malroy das Auto, der Malroy fährt davon, er beendet die Attacke. Und jetzt verbindet sich Bob wieder ganz normal mit dem Netzwerk. Die beiden Ketten werden synchronisiert. Und wir sehen, in der schlussendlich resultierenden Kette hat Bob das Geld nicht erhalten. Malroy hat also das Auto erfolgreich stehlen können. Das ist gar nicht gut. Jetzt hat dieser Angriff funktioniert. Oder hat er das denn wirklich? Denn diesmal war der Angriff erfolgreich.
Aber Malraux musste jetzt dafür arbeiten. Er musste diesen einen Block erstellen und das hat ihm viel Zeit gekostet. Natürlich kostet es ihn auch irgendwie Rechenkraft und den Strom, den er braucht, um seinen Computer zu betreiben. Das wollen wir jetzt aber gar nicht mit einbeziehen, sondern wir sagen, es hat einfach die Zeit gekostet. Denn der Malraux hatte einen Computer, den er braucht, um die Blöcke zu erstellen. Und dieser Computer kann immer nur eines aufs Mal tun. Entweder erstellt er jetzt diesen Fake-Block für Bob oder er erstellt richtige Blöcke auf der richtigen Chain. Er kann nicht beides aufs Mal tun. So, und das macht es sehr, sehr teuer, diesen Angriff durchzuführen. Stellen wir uns vor, das sind einfach irgendwelche Annahmewerte für unser Netzwerk. Die sind halt in jeder Kryptowährung etwas anders definiert. Sagen wir, unser Netzwerk erzeugt einen Block alle 10 Minuten. Der Block-Reward, welcher der Miner kriegt, ist 1000 Euro und Malraux hätte jetzt 20% der Rechenkraft des Netzwerks. Wenn ich sage, 100% der Rechenkraft erzeugt alle 10 Minuten einen Block, dann erzeugt Malraux auf sich alleine gestellt nur alle 50 Minuten einen Block. Das heißt, der Angriff auf Bob dauert 50 Minuten. Nun, wenn aber Malraux 50 Minuten lang meinen würde, anstatt Bob anzugreifen, dann würde er in dieser Zeit durchschnittlich 1000 Euro verdienen. Er kann sich jetzt also entscheiden, entweder greift er Bob an und stiehlt das 23.000 Euro teure Auto, oder er verdient mit Fairmining Mining 1000 Euro. Natürlich wird dieses Auto immer noch stehlen wollen. Der Mechanismus, um das zu verhindern, ist aber ganz einfach. Wir sagen jetzt, Bob gibt dem Malraux das Auto nicht, sobald Bob das Geld erhalten hat, sondern er wartet dann noch einige Blöcke. Sieht dann etwa so aus, ich habe jetzt nicht genügend Blöcke gemalt, weil die da nicht Platz hatten. Aber sagen wir halt, wir sehen, wo das auf der rechten Seite, wo dass die Transaktion Teil des Zustandes wird. Und in diesem Moment gibt halt der Bob das Auto noch nicht an Malraux, sondern erst einige Blöcke später. Und für jeden zusätzlichen Block, den Malraux erstellen muss, um Bob davon zu überzeugen, dass das jetzt wirklich die richtige Kette ist, muss Malraux weitere 50 Minuten aufwenden und das kostet ihn jedes Mal 1000 Euro. Wenn also Bob sagt, ich warte 24 Blöcke, bevor ich dem Malraux das Auto gebe, dann ist der Angriff für Malraux plötzlich teurer, als das Auto einen Wert hat. Und dadurch kann Bob den Angriff verhindern. Malraux könnte den zwar immer noch durchführen, aber es ist schlicht einfach nicht interessant für Malraux, das zu tun, weil er mehr Geld macht, wenn er in derselben Zeit meint. So. Jetzt haben wir viel gesprochen über generische Konzepte von Blockchains. Jetzt will ich noch etwas dazu sagen, wie das in Bitcoin implementiert wird, zumindest einige der Dinge. Schauen wir uns zuerst die Blöcke an. Und wir wissen ja, in der Informatik mögen wir es, Bodies und Header zu definieren. Das tun wir überall, irgendwie in unseren Netzwerkprotokollen, in Nachrichten und Dateiformaten sagen wir, der Body enthält den Inhalt, die eigentlichen Daten und der Header enthält die Metadaten. Und genau dasselbe tun wir auch in unseren Blockchains. In Bitcoin ist es so, der Body eines Blockes enthält alle Transaktionen, die sind dort geordnet aufgeführt. Der Miner muss einige Regeln einhalten, wenn er das macht. Zum Beispiel, wenn Transaktion B, welche von Transaktion A abhängt, die beide im selben Block sind, müssen die in der richtigen Reihenfolge drin sein, aber sonst kann er die irgendwie dort einpacken. Aber sobald er das mal gemacht hat, ist dann diese Reihenfolge ist anschließend wichtig. Und die erste Transaktion im Block ist ja welches die Coinbase-Transaktion, mit der sich der Miner den Block-Reward überweist. Um jetzt diesen Body zu verbinden mit dem Header, nutzt Bitcoin einen Merkle-Tree. Das ist ein binärer Baum, und bei dem quasi jeweils der Node ist der Hash der konkatenierten Werte der Children des Nodes. Und Bitcoin verwendet fast überall, wo Bitcoin Hashes macht, verwenden sie ein D-Hash, nennen sie das. Das ist ein Double-SHA-256 Hash, also einfach der Hash eines Hashes, eines Werts, den sie nehmen. Sieht dann so aus, wir haben diese unseren Body des Blocks, dann erstellen wir für jede Transaktion den Double-Hash und dann beginnen wir damit, den Tree zu erstellen. Also für jeden Node, für jeden den blauen Nodes, konkatenieren wir quasi die beiden grünen Nodes und machen dann den Hash davon. Das machen wir für jede Ebene, bis wir schlussendlich beim Merkle-Root angelangen. Und der wird dann Teil des Block-Headers.
Und der Blockheader enthält diese Dinge, die Version, das sind wie eine arbitrary Nummer, die von den Entwicklern von Zeit zu Zeit geändert wird, wenn das irgendwie, sie finden, das wäre jetzt Zeit dafür. Dann den Previous Block Hash. Wir haben gesehen, die Blöcke verweisen jeweils auf den vorhergehenden Block. Das ist in Bitcoin so gelöst, dass der Header eines Blocks den Hash des vorhergehenden Blocks enthält. Also auch hier wieder den Double Hash. Im Merkle Root haben wir bereits gesehen, dann enthält der Blockheader noch einen Timestamp. Das sind ziemlich komplizierte Regeln, wonach dieser Timestamp gebildet wird, aber ist egal, das ist nicht so wichtig. Die Difficulty ist ein Ausdruck dafür, wie schwierig es war, den Proof of Work für diesen bestimmten Block zu definieren. Und die Nonce ist ein Wert, der gebraucht wird zum Minen. Genau, der Proof of Work in Bitcoin ist nichts anderes als der Hash des Blocks. Und er muss dann eine Bedingung erfüllen. Und zwar muss dieser Hash mit einer gewissen Anzahl Nullen beginnen. Also ich nehme den Block, den Header des Blocks und bilde den Double Hash davon. Und dann müssen die ersten paar Bits von diesem Hash müssen Null sein. Und wie viele Bits das sind, das ist dann eben die variable Schwierigkeit. Also wenn ich mehr Nullen haben muss zu Beginn, dann ist es schwieriger, den Proof of Work zu erstellen und bei weniger natürlich einfacher. Mining funktioniert dann so, dass der Miner nimmt einfach mal diesen Header und bildet den Double Hash davon, dann prüft er, ob der jetzt diese Bedingung erfüllt, das wird er vermutlich nicht tun, und dann inkrementiert er halt die Nonce, dadurch hat sich der Header verändert, er bildet wieder den Hash davon und prüft das, und so macht er immer weiter. Es ist aber so, diese Nonce ist lediglich 32 Bit lang, und der Hash mit 256 Bit ist wesentlich größer. Es kann also gut sein, dass einfach durch das Inkrementieren der Nonce kein passender Proof of Work gefunden wird. Und in dem Fall wird der Miner die Coinbase-Transaktion verändern. Und zwar hat diese Coinbase-Transaktion den Transaction-Input. Der wird bei normalen Transaktionen dafür gebraucht, zu beschreiben, woher das Geld kommt in dieser Transaktion. Das hat die Coinbase nicht, denn die macht er quasi Geld aus dem Nichts heraus, und den Wert in diesem Feld kann dann der Miner frei beeinflussen. Dadurch ändert sich der Hash dieser Transaktion, und das setzt sich dann durch den Merkle Tree hindurch fort, bis es quasi auch den Merkle Root verändert, und dadurch ist der ganze Block Header wieder verändert und der Miner kann weiterarbeiten. So, das lässt sich ja dann auch sehr einfach prüfen, ob das jetzt ein korrekter Proof of Work ist. Ich nehme einfach diesen Blockheader und bilde den Hash und schaue, ob das so stimmt. Genau, das Bitcoin-Netzwerk versucht alle 10 Minuten einen neuen Block zu erstellen. Diese Zeit stabil zu halten, wird die Schwierigkeit im Netzwerk alle 14 Tage, also alle 2016 Blöcke, angepasst mit einem Algorithmus, wo halt jeder Miner feststellen kann, wie weit muss ich jetzt die Schwierigkeit verändern. Die Coinbase-Transaktion, mit der sich der Miner Geld überweist, enthält in Bitcoin zwei Dinge. Einerseits die Transaction Fees, also die Transaktionsgebühren der Transaktion in den Block, und andererseits auch noch neue Bitcoin, die neu ins System kommen. Das waren ursprünglich 50 Bitcoin pro Block, heute sind es noch 12,5, der Wert halbiert sich alle 4 Jahre. Das war das letzte Mal in diesem Sommer, hat sich der Wert halbiert. Seitdem gibt es nur noch 12,5 Bitcoin pro neuen Block. Genau, das habe ich schon gesagt. Jetzt wollen wir noch uns anschauen, wie wir Light Clients bauen können. Bitcoin kennt eigentlich mehr oder weniger 3 Arten von Clients. Ein Full Node ist ein Client, welcher die gesamte Blockchain speichert, und der überprüft jede eingehende Transaktion, jeden eingehenden Block überprüft dieser Client, ob der auch wirklich valide ist, und er tut noch etwas anderes, nämlich er seedet diese Blöcke, die er hat, an das Netzwerk. Also wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne einen Block, dann gibt der Full Node diesen Block raus. Dann gibt es Pruning Clients, der macht eigentlich das genau selbe wie der Full Node, also der speichert, der überprüft auch alle Transaktionen und alle Blöcke, aber er speichert jetzt halt nicht die ganze Blockchain, sondern wenn er findet, den Block brauche ich nicht mehr, dann löscht er den, und das spart dem Client Speicherplatz. Der braucht aber immer noch sehr viel Rechenkraft und sehr viel Bandbreite, deutlich zu viel, als dass ich das auf meinem Smartphone
laufen lassen möchte. Und deshalb gibt es noch die Light Clients oder SPV Clients, die dann auch geeignet sind, um auf einem mobilen Gerät laufen zu lassen. Und wie die funktionieren, will ich jetzt noch besprechen. Ein Light Client oder ein SPV Client, was er tut zuerst, ist, er lädt die Header aller Blöcke herunter. Wir haben ja gesehen, der Proof of Work ist der Hash des Blockheaders. Das heißt, um den Proof of Work zu kontrollieren, brauche ich nicht den gesamten Block. Der Blockheader genügt. Und dasselbe gilt auch für die Verknüpfung der Blöcke untereinander. Welches das der vorhergehende Block ist, das steht ja auch im Header. Das heißt, auch für diese Funktion brauche ich nicht die ganzen Blöcke herunterzuladen. Und so kann ich die längste Kette erstellen innerhalb des Netzwerks, indem ich nur die Header runterlade. Und der Gewinn dabei ist natürlich enorm. Zurzeit gibt es etwa 450.000 Blöcke. Die brauchen um die 95 oder mehr als 95 Gigabyte Speicherplatz. Wenn man dann noch TX-Index aktiviert, sind es, glaube ich, um die 110 Gigabyte Speicherplatz, die es braucht. Das ist natürlich blödsinnig viel auf einem Smartphone. Aber nur die Blockheaders, alle Blockheader von diesen 450.000 Blöcken, die passen in deutlich weniger als 100 Megabyte rein. Und das ist dann durchaus ein irgendwie realistischer Wert, dass ich das auf meinem Smartphone habe. Das zweite Konzept ist der Merkle Branch. Und das ist dann eigentlich noch fast die interessantere Funktion, die uns der Merkle Tree bildet. Und damit können wir beweisen, dass eine Transaktion tatsächlich Teil des Zustands ist. Nun, die eine Möglichkeit, wie wir den Merkle Branch nachbauen können, ist natürlich, indem wir den Blockbody runterladen und dann den ganzen Merkle Tree bauen. Wenn ich jetzt aber nur beweisen will, dass eine Transaktion Teil des Blockes ist, gibt es eine effizientere Möglichkeit. Angenommen, ich will es beweisen, dass die Transaktion 3 tatsächlich Teil des Blocks ist, dann brauche ich nicht alle Transaktionen runterzuladen, sondern es reicht, diese Transaktion 3 herunterzuladen. Ui, das war falsch. Und dann die restlichen Hashes, also von jeder Ebene des Baums lade ich einen Hash runter und damit kann ich jetzt den Merkle Root Node wieder nachbilden und so feststellen, dass diese Transaktion tatsächlich Teil des Blocks ist. Und das ist genau das, was das hat jetzt natürlich auch einige Vorteile. Eben, ich brauche jetzt weniger Elemente runterzuladen und ich kann halt Hashes runterladen, also anstatt Transaktionen. Vorhin in dem Beispiel hat es nicht so viel gebracht, aber wenn wir einen Block nehmen mit 1600 Transaktionen, das ist diese Tage durchaus ein üblicher Block, dann brauche ich jetzt zum Validieren nicht mehr 1600 Transaktionen runterzuladen, sondern es genügt, eine Transaktion runterzuladen und dann 11 Hashes und damit kann ich den Merkle Branch nachbauen. So, und so funktioniert dann ein SPV-Client. SPV steht für Simple Payment Verification und das wurde schon im White Paper zu Bitcoin beschrieben, wie das funktioniert. Alles, was der tun muss, um zu beweisen, dass eine Transaktion reingekommen ist, ist, er lädt zuerst alle Blockheader herunter, wie vorhin besprochen, er bildet den längsten Branch daraus, dann lädt er eine Transaktion herunter, wenn ich Geld erhalte und ich will zeigen, ich habe das Geld tatsächlich erhalten, lade ich halt diese Transaktion herunter und dann lade ich den passenden Merkle Branch herunter und jetzt kann ich quasi zeigen, dass dieser Merkle Branch tatsächlich mit der längsten Kette von Blocks verbunden ist und so habe ich jetzt den Beweis dafür, dass ich das Geld tatsächlich erhalten habe. So, das ist diese Funktionsweise. Jetzt haben wir noch etwas mehr Zeit, als ich gehofft hätte. Ich werde jetzt noch versuchen, die Pooling Clients zu erklären. Das hängt dann damit zusammen, wie das eigentlich Bitcoin-Transaktionen funktionieren. Nun, wir sind es uns ja gewohnt, dass wir irgendwie auf der Bank ein Konto haben und das Konto hat einen Besitzer, hoffentlich mich, und es hat einen Geldbetrag und jedes Mal, wenn ich eine Transaktion durchführe, verändert sich der Geldbetrag. Also ich überweise jemandem Geld und dann verändert sich halt der Betrag auf meinem Konto. Nun, in Bitcoin funktioniert das wesentlich anders. Dort besitze ich nicht ein Konto, sondern ich besitze sogenannte Unspent Transaction Outputs. Und wir sehen jetzt hier, sagen wir, Alice hat diese 5 Unspent Transaction Outputs. Die haben jeweils einen Besitzer, nämlich Alice, und jeweils einen Betrag, der dort verfügbar ist. Und der Betrag kann nicht geändert werden, das ist fest. Und nehmen wir es an, Alice würde gerne eine Transaktion machen, ein Bob, die würde ihm gerne 42 Bitcoin überweisen, dann erstellt sie eine Transaktion und sagt, das Geld, diese Transaktion, 42 Bitcoin sollen an Bob gehen.
Und jetzt muss sie das Geld irgendwo herhaben und dann sagt sie halt, ich gebe diese drei Transaction Outputs aus. So. Und das Interessante an Transaction Outputs, wie gesagt, den Betrag kann man nicht verändern, sondern Alice muss sie alle komplett ausgeben. Jetzt sind aber diese Transaction Outputs zusammengenommen, sind 44 Bitcoin und nicht 42 Bitcoins. Das heißt, diese Transaktion gibt jetzt zu viel Geld aus, also sie gibt mehr Geld, sie gibt quasi mehr Transaction Outputs aus, als sie dann schlussendlich Geld an Bob überweist. Und was kann jetzt Alice tun? Was sie tut, ist, sie macht einen zweiten Output in ihrer Transaktion und hier überweist jetzt Geld an Alice. So. Das heißt, eine Transaktion in Bitcoin kann beliebig viele Inputs und beliebig viele Outputs haben. Was hier noch zu sagen gibt, ist, haben wir immer noch einen Unterschied. Jetzt haben wir 44 Bitcoin, die in die Transaktion reinkommen und nur 43, die rausgehen. Das restliche Bitcoin, das jetzt hier nicht ausgeben wird, das ist quasi impliziert die Transaction Fee, welche der Miner erhält, der diese Transaktion meint. Es werden Transaction Fees implementiert. Jetzt haben wir gesehen, Alice hat durch das Erstellen dieser Transaktion neue Transaction Outputs erstellt, nämlich einen, der jetzt Bob gehört und einen, der Alice gehört. Und das können wir auch nachvollziehen, diese Transaction Outputs, welche Alice ausgegeben hat, dass die gehören alle irgendwie zu anderen Transaktionen, welche es vorhin gegeben hat. Nun, ein Transaction Output kann einen von zwei Zuständen haben, er kann ausgegeben sein oder nicht. Und natürlich kann man nur die ausgeben, die noch nicht ausgegeben sind. Und das heißt, wenn ich wissen will, wie viel Geld das Alice gehört, dann suche ich mir alle Transaction Outputs zusammen, die Alice gehören und addiere die Summe und dann weiß ich, Alice gehört so viel Geld. Das kann ich für jeden Teilnehmer des Systems machen, dann weiß ich für jeden Teilnehmer, wie viel Geld das denn der Person gehört. Wenn ich jetzt also alle Transaction Outputs nehme, die nicht ausgegeben sind, dann habe ich den aktuellen Zustand des Netzwerks. Dann weiß ich für jeden Teilnehmer, wie viel Geld das diese Person hat. Und genau diesen Mechanismus macht sich ein Pruning Client zunutze. Der sagt nämlich, eigentlich brauche ich nicht die ganze Blockchain zu speichern. Das ist ja blöd. Denn wenn eine neue Transaktion reinkommt und ich wissen will, ob die tatsächlich valide ist, dann muss ich nur prüfen, ob die einen Output ausgibt, der noch unspent ist. Denn wenn die Transaktion einen Transaction Output ausgibt, der schon ausgegeben ist, dann ist die natürlich nicht valide. Man kann ja nicht dasselbe Geld zweimal ausgeben. Oder wenn die Transaktion versucht, einen Transaction Output auszugeben, den es gar nicht gibt, dann ist sie natürlich auch nicht valide. So, was jetzt also ein Pruning Client tut, und das tut übrigens auch ein Full Node, also ein Full Node, wenn eine neue Transaktion reinkommt und da steht in der Transaktion, ich gebe diesen Transaction Output aus, dann geht der Full Node nicht und versucht, die 100 GB große Blockchain zu durchsuchen nach diesem Transaction Output, das wäre ja blödsinnig, sondern der legt sich halt eine kleine Datenbank an und dort stehen alle Transaction Outputs drin und dann sagt er sich für jeden, also alle Unspent Transaction Outputs stehen dort drin und dann sagt sich der Client, für jede Transaktion, die reinkommt und die valide ist, entferne ich alle Transaction Outputs, die die Transaktion ausgibt, aus der Datenbank und alle neuen Transaction Outputs füge ich dort ein. Und so behält der Client den Zustand. Und der Pruning Client sagt sich dann halt, naja, die Blöcke, die brauche ich jetzt ja nicht mehr, weil ich habe den Zustand in der Datenbank, der ist auch viel kleiner als all die blöden Blöcke. Die Blöcke werfe ich fort. Der muss dann noch etwas vorsichtig sein, denn wenn jetzt plötzlich von weiter hinten eine längere Kette kommt, dann muss er das wieder nachvollziehen können, also wird er sich noch einige Blöcke zusätzlich speichern als nur den neuesten. Aber er kann so sehr viel Speicherplatz sparen. Er muss aber trotzdem, muss ein Pruning Client eigentlich jede Transaktion, die es gegeben hat, die es jemals gegeben hat, herunterladen und muss dann halt auch die alle verifizieren. Das braucht halt immer noch sehr viel Rechenkraft und sehr viel Bandbreite und deshalb sind solche Clients nicht geeignet für Mobilgeräte. Was man hier vielleicht noch sagen kann, ich habe jetzt einfach irgendwie gesagt, da quasi, das kennt mich nicht, okay, naja, ich habe jetzt gesagt, Alice gibt einen Transaction Output aus. Das ist in Wirklichkeit ist in Bitcoin recht kompliziert implementiert. Das funktioniert nämlich so, dass der Transaction Output hat ein Stück Code drin. Dafür gibt es in Bitcoin eine eigene Assembler-Sprache, die das beschreibt.
Und der Input muss jetzt ebenfalls ein Stück Code enthalten. Und wenn die dann nacheinander ausgeführt werden, muss das am Schluss den Wert True ergeben. Und nur in dem Fall wurde der Output richtig ausgegeben. Und das ist ein ziemlich kompliziertes System, wie das wirklich funktioniert mit diesem, weil das ist dann halt eine eigene Programmiersprache, die ist zwar nicht Turing vollständig, aber damit lassen sich dann alle möglichen lustigen Regeln implementieren. Die häufigste Regel, die man findet, in über 80% der Fälle, sind sogenannte, die Regel sagt dann irgend so was wie, um diesen Output ausgeben zu können, musst du beweisen, dass du den geheimen Schlüssel besitzt zu dem öffentlichen Schlüssel, dessen Hash ich jetzt hier reinpacke. Und in den Input steht dann halt, ja, das besitze diesen geheimen Schlüssel und ich beweise dir das, indem ich hier den öffentlichen Schlüssel reinpacke und die Transaktion mit dem geheimen Schlüssel signiere. Und dann kann jemand, der das verifizieren will, kann einfach den öffentlichen Schlüssel nehmen, schauen, ob das dem Hash entspricht und dann mit dem öffentlichen Schlüssel die Signatur der Transaktion verifizieren und so. Also das ist der mit Abstand häufigste Art, wie diese Transaktionen in Wirklichkeit funktionieren. Aber das ist halt dann sehr kompliziert und damit könnte man eigentlich einen eigenen Vortrag füllen. Und deshalb werde ich jetzt hier aufhören. Ich denke, habe ich dann auf diese tolle Seite gebastelt. Ups, das ist deutlich zu weit. Finde ich es oder nicht? Genau, gefunden. Unglaublich. Also wir haben jetzt noch Zeit für Fragen, wenn ihr noch was wissen wollt. Oder ihr könnt mich auch erreichen, am einfachsten hier über das Deck-Telefon in dem Kongress, wenn ihr Fragen habt. Ihr findet Handout der Slides auch im Fahrplan und ich werde auch die Folien selbst noch hochladen und den entsprechenden Source Code zum Erzeugen der Folien werde ich auch verlinken. Vimja! Es ist noch einiges an Zeit für Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, dann reiht euch an den Mikrofonen auf. Eine Sache möchte ich sagen, wenn ihr jetzt rausgehen wollt, verlasst bitte leise den Saal, damit das mit den Fragen einigermaßen klappt. Liebe Türengel, wir lassen im Moment noch niemanden rein. Erstmal können Leute nur rausgehen. Bitte tut das leise. Wir fangen mit dem Signal-Engel an. Eine Frage aus dem Internet bezüglich dem Man-in-the-Middle-Double-Spending-Angriff. Könnte Mallory nicht diesen Angriff gleichzeitig und mit derselben Fake-Blockchain gegen 10 verschiedene Autohändler machen und mit dem gleichen Aufwand 10 Autos klauen? Damit würde es sich doch wieder lohnen, auch wenn man mit dem Gegenwert eines Autos an Rechenzeit investieren müsste. Das ist eine gute Überlegung, die ich mir vorher noch gar nie gemacht habe. Ich müsste darüber mal nachdenken. Ich nehme aber grundsätzlich an, dass es vermutlich funktionieren würde. Der Aufwand wird dann aber halt sehr viel größer, irgendwie um die Netzwerknodes zu kontrollieren. Grundsätzlich denke ich aber, damit das System wirklich sicher ist, sollte das kein Argument sein dürfen. Also ich hätte jetzt auf Anhieb hätte ich gesagt, dass das vermutlich klappen würde, ja. Okay, dann machen wir weiter mit Mikrofon 2 hier vorne, bitte. Ja, hallo. Du hast gesagt, mit einer 50% Attack kann man im Prinzip die Blockchains hijacken. Wenn man sich jetzt mal eine hypothetische Regierungsorganisation mit sehr, sehr, sehr viel Rechenpower überlegt, mal so ganz in den Raum geraten, gibt es Überlegungen, wie wahrscheinlich das ist? Nun, es ist so, mit einfach herkömmlicher Rechenpower wird es kaum möglich sein, also irgendwie für diese spezielle Aufgabe, den SHA-256-Hash, hat das Bitcoin-Netzwerk ein Vielfaches der Rechenkraft, die selbst die 500 schnellsten Supercomputer aufbringen könnten. Es gibt aber eine viel einfachere Möglichkeit, unser guter Freund China, denn heute ist es halt so, eigentlich möchte man gerne, dass
die Miner verteilt sind und jeder ein wenig zu Hause meint. In der Praxis ist es aber so, dass das heute das große Geschäft ist. Und das wird dann halt heute in Rechenzentren in China betrieben. Und China hat heute mehr als 50% der Rechenkraft von Bitcoin. Also toll, unsere unabhängige Währung gehört jetzt den Chinesen. Und selbst wenn das nicht stimmen sollte und das nicht funktionieren sollte, ist es so, dass alle die spezielle Hardware, die heute zum Mining notwendig ist, in China hergestellt wird. Und China kann einfach all diese Fabriken, in denen die hergestellt werden, beschlagnahmen. Und nach einigen Monaten hätten sie trotzdem wieder mehr Rechenleistung als jeder andere und konnte die Währung so kontrollieren. Also das ist durchaus wahrscheinlich. Dann machen wir weiter mit Mikrofon 1 hier vorne, bitte. Ja, mir geht es auch gerade um die Rechenpower. Also gibt es da irgendwie Ansätze in anderen elektronischen Währungen, wie das verhindert werden kann, dass immer quasi zum Stand der aktuellen Technik die maximale Rechenpower nötig ist, um so ein System laufen zu lassen? Also es hat im Verlauf der Zeit verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Ansätze gegeben. Das eine, was man immer wieder versucht hat, ist halt, dass man das nicht nur auf Rechenkraft beschränkt, sondern dass man sagt, der Angriff, der braucht nicht nur Rechenpower, sondern auch viel RAM oder viel Memory. Und dadurch ist es sehr viel schwieriger, Hardware zu bauen, oder sehr viel teurer Hardware zu bauen, die darauf spezialisiert ist, und man erhofft sich davon Erfolge. Aber schlussendlich hat man dort wieder dasselbe Problem. Ich weiß aber, dass Ethereum arbeitet an einem Konzept, das nennen sie Proof of Stake. Und wie genau das funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber da hängt dann die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Block erstellst, davon ab, wie viel Geld du besitzt in dem Netzwerk oder sowas. Und die brauchen dann eigentlich keine Mining mehr. Und die haben dann halt auch das Problem nicht mehr, dass man unglaublich viel Strom braucht, um das Ding zu minen. Und wie ich dachte, die wollten diesen Sommer umstellen. Ich habe dann aber das Ganze ein wenig aus den Augen verloren und kann dir jetzt nicht sagen, wie weit das die damit sind. Also grundsätzlich. Wie heißt das nochmal? Proof of Stake. Und das wird in Ethereum implementiert. Aber wie weit das die sind, kann ich dir nicht sagen. Das müsstest du selbst nachschauen gehen. Danke. Dann machen wir weiter mit Mikrofon 4 dort drüben, bitte. Ich stelle mal zwei Fragen. Das eine ist öffentliche Grundbuchämter. Könnte man doch sehr gut in einer Blockchain umlegen. Und dadurch könnte doch die Verwaltung sehr viel Geld einsparen. Und zum Beispiel Handelsregister sind ja auch öffentlich. Die könnte man doch auch in die Blockchain verschieben. Oder mache ich da irgendeinen Denkfehler, dass am Schluss für die Verwaltung teurer kommt? Und was mir auch noch wundern nimmt, was deine Meinung zu Smart Contracts sind. Also zu der ersten Frage, das ist so, daran wird tatsächlich gearbeitet, insbesondere die britische Regierung hat auch Forschungsgruppen, die erforschen sollen, wie Blockchains der Verwaltung helfen können. Gerade beim Grundbuchamt, also solche Systeme brauchen dann starke Anpassungen, gerade wenn wir uns vorstellen, ein Grundbuchamt, wenn es dann jemandem gelingen würde, irgendwie jetzt trotzdem ein Grundstück quasi zu stehlen und das würde einfach in dieser Blockchain drin feststehen, wie würde man das wieder rückgängig machen? Ja, also wenn wir heute ein Grundbuchamt haben, dann kann die alles überschreiben und irgendwie möchten wir ja dann trotzdem nicht einfach nur dieser Blockchain vertrauen, wir möchten trotzdem die Möglichkeit haben, dass gewisse Stellen, gerade eben unser Staat, das überschreiben kann und da müssen dann in diese Blockchains zusätzliche Mechanismen eingebaut werden, dass das trotzdem geht und das ist dann halt bedenklich, weil es ist trotzdem da jemand, das Zeugs kaputt machen kann, also es ist nicht ganz einfach diese Dinge zu tun. Aber ich denke schon, dass Blockchain, also dass gerade Grundbuchämter eine gute Chance sind und das ist vermutlich auch etwas vom Ersten, was wir implementiert sehen werden, so für öffentliche Ämter. Aber ich denke auch, dass es einen Hybridbetrieb geben wird, also dass man quasi sagt, es ist zwar öffentlich in einer Blockchain, aber schlussendlich, was wirklich gilt, ist immer noch das, was im Grundbuchamt steht und das wird dann halt so lange so weiter betrieben, bis sich das wirklich bewährt hat und man den Übergang macht. Und die zweite Frage, sorry, habe ich wieder vergessen. Okay, wenn das die Frage beantwortet und er nicht wieder aufsteht, dann würde ich jetzt mit Mikrofon 7 weitermachen, dort oben bitte. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Mich würde noch interessieren, vielleicht noch was zu dem
Thema Ende der Bitcoins. Die sind ja anscheinend begrenzt, soweit ich das verstanden habe. Und wie wird das Erstellen von neuen Blöcken letztendlich in ferner Zukunft dann belohnt? Werden die einfach immer so weiter unterteilt und man bekommt dann nur noch Bruchteile von Bitcoins als Belohnung oder wie funktioniert das? Das ist eine sehr gute Frage, die sich natürlich auch diesen Sommer gestellt hat, weil sich ja der Block-Reward halbiert hat. Und erstaunlicherweise ist es dann aber eigentlich ohne weiteres weitergegangen. Nun ist es so, der Mechanismus, der eigentlich greifen sollte, ist, dass die Transaction Fees, dass es durch die Transaction Fees getragen wird, diese Gebühr. Nur ist es heute so, dass die Transaction Fees so niedrig sind, dass es das meinen schlicht nicht rentieren würde. Also der Stromverbrauch ist viel zu hoch, als dass es sich lohnen würde, nur für die Transaction Fees zu meinen. Andererseits ist es aber so, dass die Transaction Fees heute schon sehr hoch sind. Also die kommen heute irgendwo zwischendurch von in die Bereiche der Transaction Fees, die man auch zahlt bei Kreditkartenüberweisungen. Und das ist natürlich absolut lächerlich hoch. Und dann ist es aber auch so, dass die Blöcke voll sind. Das heißt, wenn das Blocklimit, das ist ein künstliches Limit, wie groß die Blöcke sein dürfen und die Community führt da großen Krieg darüber, ob man das jetzt ändern soll oder nicht. Aber wenn dieses Limit halt nicht erhöht wird, dann passen nicht mehr Transaktionen rein und dann ist der einzige Weg, höhere Transaction, also mehr Transaction Fees zu haben für den Miner, ist diese Transaction Fees zu erhöhen und wenn man die weiter erhöht, dann lohnt es sich einfach nicht mehr Bitcoin zu verwenden. Im Moment ist es noch nicht so ein Problem. Für die nächsten 4 Jahre sind es noch 12,5 Bitcoin, die man kriegt. Aber wie es danach weitergehen wird, das muss man abwarten und dann schauen, was da genau passiert. Und ich denke, das ist auch noch ein dynamisches System, das sich schnell wandelt. Und da werden auch noch viele Leute viele gute Ideen haben. Darf ich noch mal kurz nachfragen? Das heißt, der Proof of Work ist nicht der direkte Bitcoin, den ich bekomme. Also nicht die 12,5 Bitcoins, die ich bekomme, um einen Block zu erstellen, ist nicht der Proof of Work. Nein, das ist die 12,5 Bitcoin, die du kriegst. Das ist 12,5 Bitcoin plus das klein wenige, was von den Transaction Fees kommt. Das ist der Block Reward. Nennt sich das. Und der Proof of Work ist einfach der Beweis dafür, dass du die Arbeit auf dich genommen hast, einen Block zu erstellen. Gut, dann machen wir oben auf dem Balkon weiter mit der 8, bitte. Ja, das ganze Erstellen von den Blöcken basiert ja darauf, dass Transaktionen in das System reinkommen. Die Frage wäre jetzt, was passiert, wenn einfach keine Transaktionen zur Verfügung stehen? Werden dann Dummy-Transaktionen erzeugt oder leere Blöcke oder was passiert dann? Nein, das kannst du sehen, wenn du ganz zurückgehst, die ersten Blöcke, die überhaupt erstellt wurden, dort gab es ja noch keine Transaktionen, was hätte auch überwiesen werden sollen, wenn niemand Geld hat. Und da war es dann halt so, dass der Block enthält dann nur die Coinbase-Transaktion. Ja, der Miner wird ja immer eine Coinbase-Transaktion machen, einfach halt, weil es für ihn interessant ist. Und dann erstellt er halt einen Block, der nur diese Coinbase-Transaktion enthält. Dann machen wir weiter hier vorne mit der 2. Bitte. Bitte? 4 war zuerst. Wenn du nicht möchtest, dann machen wir mit der 4 weiter. Sehr fair von dir. Oh, dankeschön. Ich habe das Thema Blockchain in verschiedenen Kontexten jetzt im letzten Jahr sehr viel gesehen. Das ist fast ein Buzzword in sehr, sehr vielen Branchen, von Fintech bis zu IoT oder wo auch immer. Konntest du im Kontext deiner Arbeit ein bisschen so einen Trend raussehen, wo sich also da erste Anwendungen wirklich bewähren können? Also eigentlich erste Anwendungen gibt es ja bereits. Du kannst mit Bitcoin Dinge bezahlen, aber das ist so ein wenig eine Sache. Was ich gesehen habe, wo ich mich aber schlicht weigere, mich zu beteiligen, ist halt, dass Banken das zu verwenden versuchen, um die Transaktionen zwischen den Banken zu regeln. Da wird es ja, glaube ich, im Anschluss im Saal G einen Talk geben dazu, wie das heute gemacht wird, die Banken zwischeneinander Geld austauschen. Und das möchte man in Zukunft mit Bitcoin machen. Und da sind die Banken auch dran, sehr viel Geld und sehr viel Zeit rein zu investieren. Es ist halt sehr schade, dass diese eigentlich coole Technologie jetzt für sowas verwendet werden soll. Aber ich denke, das ist eine Anwendung, die kommt. Dann eben einfache Kryptowährungen wie etwa Bitcoin, um Dinge zu bezahlen. Und auch, ich denke auch mit Ethereum eben gerade diese Smart Contracts werden kommen, dass man halt eben irgendwelche Third Parties, die man verwendet, für Dinge zu regeln, ersetzen wird. Aber was das jetzt als erstes das quasi den Durchbruch schaffen wird und als großes eingesetzt werden wird, kann ich dir nicht sagen.
Gut, dann wir sind so ganz knapp an der Zeit, aber du darfst deine Frage auf jeden Fall stellen, bitte. Ist, auch nur eine ganz kurze Schnellfrage. Gibt es einen Schutz gegen DDoS, dass ich das irgendwie das Netzwerk mit falschen Transaktionen bombardiere und dann bricht alles zusammen? Gibt es irgendwie einen Schutz dagegen? Ja, das war ja ganz interessant. Das hat es, glaube ich, vor über einem Jahr gegeben bei Bitcoin, dass das passiert ist und die waren sich da nicht so ganz einig in der Community, weil die mögen sich sowieso nicht mehr und kriegen nur miteinander, die waren sich da nicht so ganz einig, ob das jetzt ein Test war oder ob das ein DDoS war. Und das Interessante daran ist es, dass es ja tatsächlich Geld kostet, eine Transaktion zu machen. Also du zahlst also eine Transaction-Gebühr und der Schutz sollte eigentlich hoffentlich sein, dass es da zu teuer ist. Aber offenbar gibt es immer noch so viele Bitcoin-Millionäre, die einfach Bitcoins haben zum Davonschmeißen und die dann sowas tun können. Es wird auf jeden Fall an irgendwelchen Schutzmechanismen gearbeitet, aber was das ist, also was es gibt in Bitcoin, ist dieses Replace by Fee. Damit lässt sich die Transaktiongebühr wenn du eine Transaktion veröffentlichst, lässt sich die Transaktiongebühr anschließend noch erhöhen und damit kannst du halt, wenn du jetzt siehst, es kommen sehr viele DDoS-Transaktionen rein, kannst du halt im Nachhinein die Transaktiongebühr erhöhen und es dadurch den Minern quasi schmackhafter machen, deine valide Transaktion zu inkluden. Dieses Replace by Fee, dieses RPF, ist aber sehr stark umstritten und wird auch standardmäßig nicht aktiviert von den Client-Software. Dankeschön. Gut, dann danke Vimya für diese großartige Einführung in die Blockchain.